Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es mal eine Premiere. Ja, ich wurde überrascht. Ich weiß, beziehungsweise wusste das gerade eben noch nicht, was es ist. Genau, auf jeden Fall haben wir Essen bestellt. Oder ich habe Essen bestellt, aber jetzt hier nicht so Pizza. Das machen wir nachher. ja, ich habe bei einem veganen Online-Supermarkt, den ich euch auch unten verlinken kann. England, Vereinigtes Königreich. Genau. Da habe ich das bestellt und ja, genau, ich würde sagen, wir fangen mal an. Mhm. Darf ich anfangen? Ja. Wir können dann auch die Sachen immer einzeln fotografieren und euch irgendwo einblenden, wenn ihr jetzt irgendwie zu klein seid. Ne? Wir haben Papier bekommen. Veganes Papier. Gibt es Nudeln? Ich wow. Ich habe aber keine Nudeln bestellt. Es sind 8 oder 9 Sachen los. Ich dachte jetzt, es ist ganz voll oder so. Okay, dann hier kommen ganz viele Nudeln. Hör auf! Ich will die Nudeln haben. Die kochen wir du nachher. Das ist eklig, nein. Wir bestellen nachher Pizza. Also es ist eine Bio leicht prickelnde, wie heißt denn das? Leicht. Wir prickeln. Halt Kohlensäure. Wenig. Cola. Ah. Schöner Satz. Ja, die wollte ich einfach mal. Sag ich mal, um einfach mal so einen Vergleich zu haben, weil es gibt ja voll viele. Stimmt, ein normaler Cola ist auch Schinken dran. Nein, aber vegan. Es gibt voll viele. Nee, das, mir geht es nicht um das Vegane, sondern um so eine Bio-Cola, weißt du, weil es voll viele Firmen gibt, die das halt machen. Da hätten wir auch einfach mal dort gucken können. Bin dran. So, ich bin wieder aus dem Bild verschwunden, oder? Oh, das ist was für. Aioli? Dich. Die Farbe und so? Ja, na, Knoblauch-Mayonnaise. Klingt gut. Aber das ist jetzt wirklich vegan, weil Mayonnaise ja sonst mit Eiern ist. Ja, ja. Genau, das ist vegane Knoblauchmayonnaise, die hoffentlich noch ein Tütchen hält. Ja, weil wir jetzt erstmal nochmal wegfahren. Nicht gucken. Ja, ja. Mensch, ist doch wurscht. Das ist eher was für dich. Ja. Das ist ja auch cool. Was? Na, Watermelon, statt Watermelon. Ah. Das ist Wassermelonenwasser. Eine kleine Portion. Ist es mit oder ohne Kohlensäure? Ich glaube ohne, ne? Weil wir haben nämlich in Schweden welches mit Kohlensäure gekauft, was ich richtig gut fand. Und das war eben ohne Zucker. Also gibt es hier in Deutschland hier auch. Aber hier steht auch direkt, gibt es eine Abteilung oder ein Sprachding ist Englisch. Ja. Schwedisch, Dänisch, Norwegisch. Ja. Französisch und Holländisch. Ich also ist wahrscheinlich. Echt jetzt? Ja. Na, nee. Ich wollte das erst fragen, ist das ein Müllbeutel? Dann ja, nein, das sind. Nee, das ist bestimmt einfach nur Pizzateig oder so. Verrottende Plastikbeutel. Also, das ist jetzt so wie Plastik, na, das funktioniert auch ja, so, aber das verrottet ich halt. Weiß. Was ist das? Ah! Weißt du, was es ist? Na, es steht drauf: Eierersatz. Also, das haben die halt geschrieben zum Backen und so, ist das ganz cool. Ja, wenn es genauso funktioniert. Ich habe eine Tomatensuppe, eine fertige Tomatensuppe. Mhm. Die Portion. Was ist da nicht vegan sonst? Weiß ich nicht. Na, also Sahne. Ja, okay, nicht vegan, ja, aber vegetarisch ist das an sich. Ja, aber. Vor allem auf dem Vegan steht gar nicht so viel drauf, also gar nicht so irgendwie übertrieben krass drauf. Ja, es steht immer nur überall Bio. Naja, hier für Veganer und Vegetarier. Ich greife jetzt einfach mal hoch. Oh ja, das ist was für dich. Steht auf dem Kopf. Es läuft aus, weil es kaputt gegangen ist. Nee. Doch, da läuft was raus. Siehst du doch. Ja, aber. Ist es nicht kaputt gegangen? Nee, eben nicht. Sondern? Was läuft denn da raus? Nur Wasser? Nee, also wie es riecht und klebt, ist es kein Wasser. Ach, das sind die Nudeln aus der Packung. Ne, ich denke, du hast keine Nudeln bestellt. Ach doch, hab ich vergessen. Das ist mir gerade nicht, ich habe keine Nudeln bestellt. Ich wow. Ich habe keine Nudeln bestellt. Also ich habe hier ein Osterei, ein Schoko-Osterei, wo jetzt hier irgendwo eine Nudel drin ist in der Packung. Also das hier ist chinesische. Das sind übrigens Smarties oder sowas drin. Ah, cool. Sweet
süße Chili-Soße, weil du ja irgendwie auf sowas stehst. Ja. So, und jetzt wissen wir auch, wo die Nudeln herkommen. Der DPD-Mensch hat da das Paket geschüttelt. Keine Ahnung. Die klebt am Klebeding, die schmeiße ich mal weg, die Paar, die anderen können wir gleich mal essen. Was ich sagen muss, also ich habe eine E-Mail bekommen von der, also von dem, wie sagt man das, Versanddings. Ich muss es mal finden. Das finde ich ein bisschen doof. Das ist halt alles. Jetzt kannst du dir nochmal. Wie finde ich denn das jetzt? Zutaten für ein Nudelgericht mit rein pflanzlicher Soße. Okay. Falls man nicht jetzt erkennen. Ja, das kriegt man. Steht jetzt meine E-Mail-Adresse? Nee. Ah, mein Name. Wie schrecklich. Kommt ja. Nein. Siehst du? Nur Vor- und Nachname, aber nur ein Vorname. Nee, also doch komplett. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir 8 oder 9 Produkte haben, die wir alle mal probieren. Aber ich will die kosten. Gibst du mir einen Löffel? Warte mal. Ich war eigentlich gerade mitten beim Reden, ne? Entschuldigung. Ich weiß, was mir schmeckt, ja, aber du weißt genauso, was dir schmeckt. Du bist trotzdem. Ich habe noch nie so eine Soße gegessen. Doch, die hast du auch schon gegessen. Nein. Dann machen wir jetzt mal. Hier klebt sie überall. Ich klebe ja sogar mit dem Popo am Fußboden. Ja, aber das kann nicht sein, weil der Geschirrspüler ausgelaufen ist. Dahin? Ja, hier war ein Riesenpfütze Schaum. Heute? Nein, gestern. Oder gestern? Wann der ausgelaufen ist, vorgestern. Vorgestern. Was denn? Boah, das ist ekelhaft. Wieso ist das so süß? Bäh. Ich will mal hier Vergleich. Oh, aber schön scharf. Das ist geil. Die Schärfe die gefällt zu grünlich. Mir gefällt die Schärfe. Na, hier kommen die Krümel nicht raus, weil der eigentlich ausgelaufen ist. Ja, dieses Pill. Hui, ja. Also die Schärfe finde ich richtig gut. Mit dem Süßen kann ich jetzt anfangen, aber ich habe eh noch nie so eine Soße irgendwie. Bäh! Die ist ja arschsauer. Ich will das jetzt aufmachen. Ich muss aufs Klo. Das ist mir egal. Beeil dich. Hier geht mein Karton ausklebende. Oh, riecht mal, das riecht nicht chemisch oder irgendwas. Oh geil, das riecht übelst gut nach Melone. Das ist bestimmt ausgepresst, einfach nur. Das ist Saft. Also ich würde mir noch Zucker ran machen. Der ist sehr sauer, aber das könnte wirklich auch so. Die haben die mit Schale ausgepresst. Also es schmeckt wie ausgepresst. Muss man das irgendwie dingsen hier? Ist das Sirup oder so? Ich habe ja gesagt, dass ich ein paar Produkte, wenn ich die teste, euch nochmal mitnehme. Und ich habe jetzt hier die Tomatensuppe aus dieser Dose. Und ich habe die jetzt warm gemacht, deswegen ist hier auch dieses ganze Wasser hier in der Abdeckung und so. Ich musste die erstmal länger warm machen, als drauf stand. Das ist aber jetzt nicht schlimm, aber also ich mache das eh immer irgendwie viel wärmer, als es sein muss. Und dann musste ich schon ordentlich mit Pfeffer und Salz nachwürzen. Genau, von daher. Ja, ansonsten schmeckt es sehr gut. Sie hat keine Stückchen, keine Fruchtstückchen und also ist wirklich hier, ne? Aber ich finde es trotzdem cool. Also ich würde mir, wenn ich jetzt noch Tomaten da hätte, würde ich mir jetzt noch welche reinschneiden. Aber so an sich finde ich das eigentlich echt lecker. Und ja, ich würde sagen, ich lasse mir jetzt mal schmecken und ich kann die weiterempfehlen, aber ich muss sagen, ich habe auch schon bessere gegessen, die fruchtiger geschmeckt haben, wo dann auch Stückchen dran waren und die besser gewürzt waren. Aber für Leute, die halt nicht so krass Gewürztes mögen, ist die eigentlich echt super. So, guten Morgen, ihr Lieben, oder guten Mittag. Ich teste heute dieses Gericht hier. Und ja, ich habe es gerade gekocht und ich habe noch nicht wirklich probiert. Deswegen mache ich das jetzt einmal mal live. Ich hoffe, es stellt schön scharf. Macht's auch. Okay, also die Nudeln sind relativ klein, wie man sie jetzt hier erkennen kann. Ich koste mal. Also, ich habe die 8 Minuten gekocht, so wie es drauf stand. Hier hinten war auch eine deutsche Anleitung. Ist eigentlich ganz cool. Hier rechts. Ja, also die Nudeln sind gut. Ich habe aber zu wenig Salz ran. Fällt mir gerade so auf. Jetzt probiere ich mal nur die Soße. Die dazu war. Die Soße ist auch gut, aber nicht so krass geschmacksintensiv. Also ich hole mir gleich noch Salz. Und jetzt probiere ich mal beides zusammen.
Ja, ich finde es auch beides zusammen ganz gut, aber ich brauche noch Salz. Aber ansonsten ist es eigentlich, ist es gut. Also, nächstes Produkt, was getestet wird oder bereits wurde, das ist die Cola hier. Vom Geruch her ist sie sehr, sehr gut. Also Philipp sagt, die riecht wie Red Bull Cola. Ich sage, die riecht wie Kofula. Ja, auf jeden Fall, also riecht die wirklich lecker, besser als Coca-Cola. Und vom Geschmack her, also man, ich kann jetzt leider gerade die Farbe nicht zeigen, weil man es nicht sieht. Vom Geschmack her ist sie nicht so krass süß wie jetzt normale Cola, aber auch nicht so irgendwie dann so ekelhaft wie so Cola Light. Ein bisschen säuerlich, aber wir finden die jetzt beide nicht schlecht. Okay, ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden, beziehungsweise bin eigentlich so gut wie fertig. Mir ist bloß aufgefallen, wir haben noch gar kein Fazit sozusagen. Also wir haben zwar immer was dazu gesagt, zu den einzelnen Produkten und so weiter und zwischendrin halt auch ein bisschen so, wir finden das so und so. Aber ich dachte, ich sag mal noch ein paar abschließende Worte. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich an sich mit den Artikeln zufrieden. Also das finde ich okay. Beim Versand eher nicht. Da gibt es einen Minuspunkt, weil die Versandkosten relativ hoch waren. Ja super, jetzt hat es meine Aufnahme abgebrochen. Ich wollte sagen, dass der Versand eben relativ teuer war. Dann hat es lange gedauert, dann wurden unsere Sachen nicht so gut behandelt jetzt. Also da war ja zwar was kaputt. Von daher würde ich da einen Minuspunkt beim Versand, Preis-Leistung sozusagen geben. Und ja, ansonsten würde ich da nochmal bestellen. Ich weiß es nicht, muss ich sagen. Ich habe keinen Vergleich. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall schauen nach anderen online-veganen Supermärkten erstmal, die vielleicht auch hier in Deutschland sind. Oder, ich weiß aber auch, woran es liegt, meine Speicherkarte ist voll. Ich habe jetzt immer das Video gemacht, dann hochgeladen, also auf den Server und dann am Handy gelöscht, damit ich jetzt noch fix fertig filmen kann. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Ja, ich würde wahrscheinlich mich erstmal hier dann doch in einem regionalen Supermarkt, also vegan oder Bio-Supermarkt umschauen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das ist schon schön, mal die Erfahrung gemacht zu haben. Genau. Hiermit ist das Video jetzt offiziell beendet und vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, das ist alles unten verlinkt und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.